Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zurück zu Jedivin spielt Overwatch. Und beim letzten Mal haben wir einen grandiosen, knappen Sieg hingelegt. Und jetzt haben wir natürlich auch die Früchte draus getragen. Wir sind Level 12 geworden. Wir sind eine Stufe aufgestiegen und deswegen haben wir eine neue Lootbox gekriegt. Und die werden wir jetzt öffnen. Ich bin sehr gespannt, was wir da drin haben. Und machen wir mal auf. Oh, was haben wir denn hier? Coole Skins. Eine Spray von McCree. Machen wir direkt drauf. Kann euch gleich mal zeigen, was das Spray überhaupt ist. Spray für Widowmaker. Das gefällt mir jetzt aber nicht. Ich mag keine Spinnen, obwohl ich keine Angst vor Spinnen habe. Und Tracer hat Cheers als Spray. Will ich auch haben. Und hier das Highlight ist ein neuer Skin für Zarya. Welches wir auch direkt ausrüsten. Obwohl ich sie beim letzten Mal probiert habe und da fand ich sie jetzt, naja. Sie ist eine gute Kämpferin, also sie macht Bock, aber ist jetzt auch nicht so meins. Ich muss zugeben, ich bin doch irgendwie so ein bisschen der Damage Dealer und versuche noch so leicht in Richtung Heal zu gehen. Also Lucio oder Mercy, da habe ich schon ein paar Mal benutzt. Vielleicht benutzen wir sie gleich mal, zeige ich sie nochmal. Aber ich bin auch aus meiner WoW-Zeit eigentlich der Damage-Dealer gewesen, weil ich auch ein bisschen zu blöd bin für den wichtigen, getimten Support. Meistens wiped dann mein Team, weil ich zu doof bin. Deswegen kümmere ich mich eigentlich nur darauf, wie Hodor meine Befehle zu befolgen und drauf zu schlagen, wenn es gebraucht wird. So, Hollywood, das ist eine, so wie ich das nicht noch Erinnerung habe, eine relativ verwinkelte Map. Aber auch eine sehr ansehnliche. Also, ne, ich sag's ja jedes Mal, die Maps von Overwatch sind wirklich super. So, wir sind im Angriff, wir sind auch nicht, so, jetzt versuchen wir mal Tracer, das ist echt schwer zu spielen. Aber ich würde mal vorschlagen, wir machen, weil die mir gerade ins Auge gestochen ist, Tracer zu benutzen. Ist auch irgendwie so ein sympathischer Charakter. Ich finde sie irgendwie cool. Also, so, die hat zwei Dual Weapons mit 40 Schuss. Und wenn wir einmal so eine Salve raushauen, oder beziehungsweise einmal schießen, schießt die mit beiden Waffen. Und das relativ schnell, ehe sie wieder nachladen muss. Also immer zack und nachladen. Zack und nachladen. Sie kann sich nach vorne teleportieren. Das lädt sich dann auch wieder alles auf. Das ist auch ultimativ wichtig für den Kampf. Und was kann sie noch? Ach genau, sie kann noch so eine Art Rewind machen und ist dann auch geheilt. So wie habe ich das mitbekommen. Und ihre Ulti ist, das weiß ich gar nicht, wirft eine mächtige Haftbombe. Ach ja genau, die Haftbombe, die auch haftet, quasi wie so eine Plasma-Bombe oder Plasma-Grenade von Halo. Ist ziemlich cool, ziemlich hilfreich, muss man aber auch gut einsetzen können. Also immer hatte ich das Pech, dass ich die immer total ins Leere geworfen habe. Das werden wir aber jetzt nochmal probieren. Ich halte mich diesmal auch an... Hanzo doch nicht, oder? Nee, ich gehe jetzt hier mit denen links lang. Hier Widowmaker, schön für einen Fernkampf. Am besten immer zusammenbleiben, dann machen wir ordentlich... Ja, natürlich blöd, dass jetzt Reinhardt so drin ist. Das ist doch doof. Das kriegen wir nicht hin, Mann. Was? Wieso bin ich gestorben, ey? Von wem? Ah, das war jetzt auch... Ja, ich bin doch da unten gestanden. Also, das wäre jetzt ein bisschen... Das finde ich jetzt ein bisschen Panne. So, dann machen wir uns mal... Ich muss auf jeden Fall... Reinhardt jetzt ordentlich. Reinhardt darf mich nicht erwischen, aber Lucio muss sterben, Alter. Wow. Aber eigentlich, warum sollte ich mich da eigentlich mit beschäftigen? Wir rennen einfach... Ah, fuck it, ey. Lucio hat mich gekillt. Egal, ich habe jetzt die Ulti. Und ich hoffe jetzt, dass wir jetzt dadurch auch natürlich... Ja, die Kirche hat es gezeigt. Hab ich was verpasst? Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal zum Angriff gehen und nicht die Leute da versuchen abzuknallen. Da ist oben das Widowmaker.
Wir gehen jetzt einfach mal links rum. Ey, hab ich... Ey, was ist mit meiner Haftgranate, Mann? Das ist doch Schwachsinn, ey. Hat der denn niemanden getroffen? Oh. Das war wirklich sehr knapp. Wobei, mir donnert's gerade im Hintergrund. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Boom, boom, boom. Ich habe nämlich keinen Bock, dass es hier so heiß ist, wenn ich das Fenster jetzt zumache. So, warte mal. Wo sind denn meine Leute? Die sind auch gerade mittendrin. Okay, das ist gut. Das ist gut. Wir haben zumindest den Punkt... Die müssen wahrscheinlich dann von da aus kommen. Da kommen sie schon. Ich müsste jetzt mit ihm eigentlich... Ach, ich wollte gerade einen Teleporter raushauen. Um mich... Ich überlege, ob ich die Killstreaks nicht ausmache, die nerven. Ja, wenn man immer sieht, wenn man stirbt, das ist irgendwie, keine Ahnung. Macht das Spaß zu sehen, wie man elendig krepiert. So. So wir, ah, Reinhard ist da, das ist sehr, sehr gut. Und wir versuchen dann bei Gelegenheit, wenn jemand jetzt kommt, oh, das ist wieder ein Reinhard. Oh mein Gott, Alter, ich bin jetzt gerade irgendwie... Ah, der hat mich nicht getroffen. Alter, komm schon, Lucia, du scheiß Wichser, ey. Oh Gott. Ah, oh, es war so dumm, ich bin viel zu weit reingedriftet. Ja, Tracer muss man echt mal echt können, einfach. Das muss man... Oh, das ist ja ein Geschütz gewesen. Das war natürlich wirklich total dämlich, da reinzulaufen. Okay. Ein bisschen schneller hier vorankommen. Versuchen wir jetzt mal von der Hinterrücksseite. Oh mein Gott! Hab schon, du Wichser. Wow. Das war ein bisschen risky. Ich habe wieder eine... Oh mein Gott. Aber ich habe das Geschütz zerstört. Hauptsache das. Mein Tod wird immer gerecht. So, das ist nämlich so ein bisschen der Punkt. Man muss mit Tracer, also zumindest hat man es mir so beigebracht, mit Tracer, wenn man die Ulti hat, hin switchen, so zack, 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 und dann vielleicht in so eine Gegnergruppe die Haftgranate reinknallen und dann hat man eventuell große Chance, ordentlich Wumms zu verbreiten. Warum halte ich mich mit denen auf, Alter? Weil die hier das beschützen? Achso, warum hätte mir niemand sagen können? Ah. Hm. Mir macht Spaß mit Tracer irgendwie. Ich versuche jetzt, überlege gerade, ob ich doch noch wechsle, aber irgendwie, ich mag Tracer. Sie ist irgendwie eine, durch ihre Teleport. Ich benutze eigentlich viel zu selten den Ding-Move, ne? Diesen Rewarp-Move. Mein Gott. Den muss ich auch öfter benutzen. Okay, ich hatte jetzt wirklich gerade den Finger auf den Reverb-Button, aber das war zu schnell. Okay, wir versuchen... Ne, ich muss mit Tracer jetzt hier den Reverb lernen. Das ist Pflicht. Oh, wir sehen jetzt zumindest mal die Gegner jetzt. Immer. Ey, was geht ab, Alter? Das kann doch nicht sein, dass dieser beschissene Junkrat... Was mit dem... dem los, ja. Ja, klar. So. Jetzt habe ich wenigstens die Ulti. Aber das wird, glaube ich, nichts. Also da werden wir dich... Alter, ich bin so schlecht mit Tracer. Ich benutze jetzt noch die Ulti und dann wechsle ich. Guck mal, wie schlecht... Ey, der hat mich so... Mm.
Es ist so traurig, da so reinzurennen und dann so zu sterben. Aber ich werde besser, Leute. Ich werde immer auf jeden Fall besser. Irgendwann. Oh mein Gott, das ist schon gestorben. Oh Mann, das war... Alter, was geht mit dem ab, ey? Ach, ich nehme jetzt Farrah. Keine Lust mehr auf euch. So. Es kann doch nicht sein, dass man jetzt hier so derbe auf den Sack kriegt, ey. Ich beschütze die Unschuldigen. Oder soll ich... Ja, das Problem ist, das ist so ein bisschen public, ne? Dass man jetzt nicht absprechen kann, okay, jetzt nimmt einer mal einen Tank, nimmt einer mal... Guck mal, da hat schon mal... So, da ist er schon mal weg. McCree, du Wichser. So. Komm schon, komm schon. Okay. Ich wurde zwar gekillt, aber ich glaube, dass ich... Okay, das ist jetzt eh vorbei, aber... Trotzdem hat Farrah noch mal ein bisschen was gerissen. Oder? Ist Verlängerung. Ach, Verlängerung ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, bis dahin zu kommen. Ah, es wird jetzt ganz knapp. Ist auch noch ein gutes Stück bis zum Checkpoint. Ah, das war's schon. Ja, das war kurz bevor ich da war. Ah, naja, das war jetzt keine erfolgreiche Runde. Auch Tracer war jetzt definitiv nichts, was jetzt in meinen... ja, ihr wisst schon. In mein Tagebuch reingeschrieben wird. Das war jetzt allgemein nicht unbedingt cool. Ach, guck mal hier. Ist einfach durchgerusht und einfach alle gekillt, die vorbeigelaufen sind. Und den auch noch, oder was? Oh Mann, okay, das war nicht schlecht. Aber ich gebe meinem Typen eine Stimme. Weil er der Einzige ist, der hier reinkommt ins Team. In die Top 4. Ja, ich glaube, ihr merkt schon, also es sind so ein paar Helden, mit denen ich überhaupt nicht umgehen kann. Also Tracer, okay, ich finde, also ganz schlecht war es nicht, aber ich hätte doch wechseln müssen. Und vielleicht werde ich beim nächsten Mal, beim nächsten Match, noch ein paar Leute hinzuziehen, denn Public ist cool, aber man merkt, ey, das fehlt so ein bisschen, ja... Die Absprache, so die, ne, wann man was machen muss und so, das ist natürlich in einem Team, was ein bisschen eingespielter ist, wo sich die Helden schon ein bisschen aneignen können, deutlich angenehmer. Jetzt so, jetzt haben wir mal, wen nehmen wir denn mal? Wir sind Verteidigung. Und ich nehme, mal Diva. Das war die Dame, bei der ich den Namen letztes Mal nicht wusste, im ersten Video. Ich habe sie, glaube ich, auch schon mal ausprobiert. Sie hat so einen großen Mac, den sie benutzt. Und sie hat quasi so ein bisschen zwei Leben. Also wenn sie dann die 100% Leben verloren hat, ist sie noch nicht gleich ausgeschaltet, sondern da ist nur ihr Mac kaputt, der sich aber mit der Zeit regenerieren kann. Und man kann, also sie hat jetzt ein bisschen fetten, ordentlichen Schaden. Sie macht auch irgendwie so eine Art, sie lässt, warte, wie war das nochmal? Lässt den Mech in Blickrichtung fliegen, okay. Wehrt frontale Projektile ab. Ach ja, Notausstieg lässt dich, oh, das habe ich schon gerade erzählt. Also wir machen mal, warte mal. Also man kann quasi so, boah, das ist sehr, sehr cool. Ach, die Map. Die Map finde ich auch ganz cool eigentlich. So wie alle Maps. Sie sind halt einfach alle sehr geil gebalanced, das muss man einfach sagen, so. Also machen wir wieder hier einen Speed nach vorne. Weil die kommen jetzt gleich hier raus. Und zwar hier vorne. Ich weiß gar nicht, ist die mehr so ein Nahkampf oder so? Ich weiß es gerade nicht. Ich mache aber mal jetzt richtig assi. Ich verstecke mich hier und warte, bis die vorbeilaufen. So. Na, Camping ist nicht meins. Oh, ich habe ein paar Leute gekillt.
Geile ist, bei ihr muss man gar nicht nachladen, merke ich gerade. Das heißt, sie kann dauerhaft draufballern. Ist hier immer noch ein Geschick? Und Genji? Genji ist tot. So, wir haben ja noch... Der Winston. Oh, ich kann einfach draufballern, ist ja voll cool. Das macht natürlich sehr gut bezahlt. Ich bin sehr gewagt gerade, aber damit halten wir die Leute auf jeden Fall gut zurück. Die kommen ja gar nicht aus ihrer eigenen Base raus. So, ich heile mich nochmal. Medipack sollte man auch immer im Auge behalten. Oh, oh, oh. So, da kommt Widowmaker herein. Oh, das ist Genji. Genji. Der kann es aber auch mit seinen Fähigkeiten nicht gegen mich wehren. Warte mal. Jetzt kommen sie, kommt Pharah rüber. Oder? Noch nicht. Wow. Wir halten sie noch gut zurück. Wir bekommen dann überhaupt keine Chance. Und dieses Mal trifft entweder ich oder ein Geschütz. Oh, jetzt haben sie es halbwegs. Oh, das war dumm. Aber ich bin noch nicht tot, wie ihr seht. Ah, Rautok, du Wichskopf. Ah, egal, sie haben die Mauer durchbrochen, haben jetzt aber noch... Noch 2 Minuten 30, um überhaupt was zu reißen hier. Ne? Und das wird natürlich jetzt für sie definitiv auch schwierig sein. Ach gut, dass wir Diva haben. Mit der kann man relativ gut vorbei. An alle. So, gehen schnell hoch. Hier ist denn, wird der nächste Punkt dann sein, falls sie eingenommen haben. Oh, sie sind schon... Okay, wir müssen auf jeden Fall... Junkrat... Ah. Nein, nein. Egal, ich gehe jetzt hier rein und versuche den zu umkämpfen. Ah, ich habe doch noch ein Ding, ein Ulti. Oh. Aber wenn sie jetzt den Punkt einnehmen, ist natürlich jetzt wird's schwierig. Aber ich glaube, soweit... Ach, sie haben schon den Punkt eingenommen. Oh. Warte, was ist nochmal die Ulti? Wenn ich im Mech bin, lässt dich aus deinem Mech steigen und überlädt ihn, sodass er nach kurzer explodiert. Aber ich glaube, dass man auch selbst davon getroffen wird. Und wir versuchen jetzt die Gegner erstmal direkt zu... Ah, verpiss dich doch. Nimm das, du Schwein. Hab nichts gebracht. Egal. Aber Hauptsache mal probiert. Aber ich habe noch ein Multi, dass ich ihn nochmal nehmen kann. Yes. Ach, schon kaputt, oder was? Dann versuchen wir uns... Vorsicht, Gegenverkehr! Okay, er kann hier rumfahren, wie er möchte. Ja. Super. Junkrat erstmal aufgehalten. Da kommt eine Queen. Der ist tot. So, bald habe ich... Alter, die hat ordentlich was drauf, Alter, die Diva. Die gefällt mir. Jetzt bin ich wieder in Mech und jetzt habe ich wieder Double Life. So, ich warte mal ab. Das bekommt jemand. Ah, Roadhog auf jeden Fall killen. Oh. Oh. Da oben ist so ein Widowmaker. Nein, das ist nicht Widowmaker, das ist irgendjemand anders. Die Stunde hat geschlagen. Egal, egal, egal. Ich habe nur noch 100... Oh, da ist der Roadhog. Oh, du Scheiße-Wichser.
komm, wir müssen alle Roadhog killen. Dieses Mistviech, Alter. So. Oh. Nein. Egal. Egal. Ich habe meine Ulti. Ich kann gleich meinen Mac wieder zerstören. Ah, die sind aber schon sehr nah an unserer Basis, ey. Das ist jetzt nicht so einfach, die gegenzuhalten. So. Nach da oben, der Wichser. Farah. Oh, da wollte sie gerade die Ulti rausgehauen, aber ich habe es aufgehalten. Oder wir haben es rausgehalten. Ich habe ich nicht die Ulti gemacht? Oh, das ist McCree. Die eine Giftfalle hat. Widowmaker. Ist der Typ noch da? Nein. Ah, Junkrat, du Schwein. Ach, mit der einen Granate, die da runterkullert. Ja, genau. Guckt euch das mal an hier. Hat überhaupt keine Chance und dann kommt noch so eine Granate, die da hinten irgendwie, ne? So kann man es probieren. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir... Warte mal, ich habe eine gute Idee. Ich bin zwar jetzt angeschlagen, aber ich probiere mal was. Okay, ich bin zwar... selbst gestorben, aber ich habe zumindest versucht, sie von diesen davon abzuhalten, dass sie da durchrennen. Hauptsache, wir haben ein paar Minuten. Oh, ich hau meine Ultis jetzt voll dämlich weg, oder? Da kommt schon hier Widowmaker, aber kann es versuchen, so viel sie will. Sie wird es nicht schaffen. Okay. Ich bin, hab schon direkt mal Mac verloren. Nein, noch nicht. So, es ist halt wirklich cool, wenn Widowmaker ihre Ulti macht und man die Leute sieht. Das ist echt so von Vorteil. So. Ja, komm schon, den hab ich doch. Komm schon. Ey, wenn der Penner jetzt nicht stirbt, dann sehe ich schwarz. Jawoll, ey. So. Komm schon, immer mal schön reinballern, damit können sie nicht da rauskommen. Aber sie können natürlich immer noch hier links und von rechts kommen. Das ist alles. Oh, da ist ein McCree, der gerade eine Ulti hier raushaut. Da Ulti. Mein Gott, ey. Aber noch eine Minute haben sie noch und dann ist vorbei hier. Ja klar, dann stehe ich wieder natürlich dumm da. Komm schon. Dürfen wir nicht... Nein, dürfen den Turm nicht einnehmen, Leute. Mal stehen zwei. Naja, ist mit dem... Der jumpt sich irgendwie so richtig hoch. Alter, das gibt's nicht. Wir verlieren den Punkt jetzt in 30 Sekunden. Das ist doch nicht normal. Oh nein, ey, nein, nein, nein. Doch, wir haben es geschafft, noch aufzuhalten, oder? Ja, komm, sie kommt von links. Hallo, Wichser. Komm schon. Wo ist der Typ? Komm schon, Junkrat. Yes! Sieg! Oh, sehr gut. Okay. Also D.Va ist auf jeden Fall so ein Charakter, der mir ganz gut gefällt irgendwie. Also habe ich jetzt richtig gern gespielt. Hat sich in die Eier geschossen. Sehr gut. Cooler Humor. Das war auf jeden Fall Junkrat von einem anderen Team, ne, oder? Nee, gar nicht. Oder bin ich jetzt... Ich weiß gar nicht. Sehr gut.
Ich bin wieder nicht dabei. Naja, gut. Aber ich habe zumindest gewonnen. Also, wir haben zumindest gewonnen. Ich fand Hjörbarn auch richtig cool. Der hat ordentlich verteidigt. So. Und somit sind wir jetzt beim Ende von dieser Ausgabe mit Overwatch. Wieder mal ein Sieg am Ende. Obwohl beim ersten Match mit Tracer war das natürlich nicht so optimal, gebe ich zu. Egal, in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.